So, Leute, willkommen zum neuen Part von Zelda die Minish Cup. Im letzten... Entschuldigung, das muss jetzt sein. Im letzten Part haben wir das Volk der Minish entdeckt. Im Tyloria-Wald haben unseren Kumpel Erzello hier getroffen. Hi. Lass mich in Ruhe. Haben jetzt natürlich unsere Mütze erhalten, mehr oder weniger. Sind jetzt im Tempel, im Waldschrein, im Tempel des Erdlandes, wollte ich schon fast sagen. Da sind wir im falschen Spiel, leider. Um das Erdelement zu finden und machen auch gleich mal weiter. Haben schon einiges geschafft, haben schon 3 Schlüssel gefunden, wobei 2 verbraucht sind und naja. Ah, 30 Minuten schafft man verdammt viel, fällt mir auf. Hoppala. Na, ja, schade, ich komme damit nicht durch. Ansonsten wollte ich euch mal zeigen, wie man mit einer Vase einen Gegner killen kann. Ja, Rage Mode. Tschüss, tschüss. Verdammt, das habe ich jetzt nicht gesehen, Entschuldigung. Weil ich habe einfach durch diesen Energy Drink so viel Luft im Bauch. Das ist schlimm. Ja. Schieb mal drauf. Oh, wie fies. Oh, wie fies. Wie machen wir das? Ich habe eine Idee, wie man das machen kann. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, erst das Dungeon Item. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Genau. So, lass mich mal hier ran, denn da drüben dürfte der Kompass drin sein. Genau, Kompass erhalten. Du siehst interessante Dinge, wo sich interessante Dinge befinden. Bla bla bla. So sieht es aus. Jetzt sieht man hier Schatzkisten und sowas, ne? Genau. Und wo der Boss ist. Unter anderem auch jetzt endlich. Dankeschön. Ah, ich weiß sogar noch, was der Boss ist. Schön. Ist das schon ewig her, dass ich jetzt mal gespielt habe, aber es kommt einem wieder in den Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Da oben ist das zweite Herz in dem Dungeon. What the fuck? Pilze. Why are you doing this to me? Das wird wahrscheinlich der Durchgang in den anderen, genau, in den anderen Raum sein. Hier können wir durchgehen. Was ist denn da? Eine Raupe. Okay, aber da sind Spinnennetze davor, das heißt, da kommen wir nicht durch. Lass mich in Ruhe. Nasen, weg. Aber hier können wir durch mit dem Schlüssel. Und dann würde ich sagen, willkommen zum ersten Miniboss. So, und jetzt geht's übelst ab, so à la Wiggler-Style. Ganz ehrlich, es fällt mir gerade so oft, dass es irgendwie aussieht wie Wiggler. Man haut ihn einmal und dann wird er aggro. Wobei der Wiggler eigentlich aggro bleibt. Ah, verdammt, ich komme nicht ran. Jetzt geht er übelst ab. Okay, ich hau dir jetzt voll auf die Nase. Verstehst du? Ich hau dich voll auf die Nase, wenn ich mal treffen würde. Ich habe beim ersten Mal überhaupt nicht gerafft, wie ich den besiegen soll. Oh, Gottes Willen. Hat echt ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass man dem einfach auf die, dass man auf die Nase hauen muss und dann hin auf den Schwanz, sag ich mal. So, und jetzt ist er down. Eigentlich nicht schwer an sich. Ich habe mich einmal echt unnötig treffen lassen. So, und damit haben wir hier das Dungeon-Item, den magischen Krug, erhalten. Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lass ihn los, um das Angesaugte wegzuschießen. Lege das Item, ja, ja, genau. Wir legen es mal kurz auf den A-Button. Ich lasse normalerweise immer das Schwert ausgerüstet gleich zu Beginn. Hiermit können wir jetzt die Netze absaugen. Der verschiedene Stufen. Blau, gelb und rot. Zack. So, komm mal her. Danke. So, hier haben wir ein Herzteil. Ein Herzteil erhalten. Jetzt hast du 3 Herzen. Noch eins mehr und bla. Wisst schon. Wir saugen kurz das Netz hier weg. Werde auch oben lang gehen können, aber ich bin cool und kann hier lang gehen. Und jetzt können wir auch die Pilze hier besiegen. Also entweder machen wir das mit dem... Warte. Das kann nicht, das geht, das geht. Ah, scheiße, ich darf nicht loslassen, gell? Okay, dann nicht. Man kann das auf jeden Fall. Warum lasse ich los? Man kann sie entweder so abschießen oder man saugt so lange an ihnen, dass sie ihre Farbe verlieren und dann kann man sie auch erschlagen. Aus irgendeinem Grund werden sie von diesen Sporen geschützt. Und hier ist eine Kiste, die wir uns natürlich ansehen wollen. Wir haben 10 mysteriöse Muscheln erhalten. Wobei, ganz 100% wird das Let's Play gar nicht, weil es gibt eine Sache, die mache ich auf jeden Fall nicht 100%, weil das einfach eine halbe Ewigkeit dauert, bis ich das geschafft habe. Das zeige ich euch bei gegebenem Zeitpunkt. Es fällt mir gerade ein, dass das echt krass war. Da habe ich echt eine halbe Ewigkeit für gebraucht. Aha, ein Warpfeld. Ja, das sind Warpfelder. Genau, gib alle eure Sporen. Die ist jetzt voll paralyzed. Und hier sind 2 Pilze. Zap. Erstmal voll weggeweht.
Und du auch noch. Du kommst nicht davon. Blob. Einmal voll K.O. gehauen. Wie komme ich jetzt da oben an das Warp-Portal nochmal ran? Ist das am Eingang? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Hier ist schon mal nichts. Ich gucke mal, ob im anderen Raum noch was ist. Hier waren ja auch ganz viele von den Dingern hier. Genau, da ist ein Schalter. Das dürften wahrscheinlich hier... Ja, genau. 20 mysteriöse Muscheln. Was man damit machen kann, wird noch gezeigt. Aber momentan können wir damit noch nicht so viel anfangen. Heieiei. Hier mal ein bisschen sauber machen. Wir spielen hier echt Putzfrau. Das Ganze wurde ja in Skyward Sword nochmal reingenommen. Aber das will ich jetzt nicht überspoilern für alle, die es noch nicht kennen. Und naja, da funktioniert das Ganze auch ein bisschen anders. Und irgendwie glaube ich, dass man mit dem jetzt hier das Ding hier lösen kann. Könnte das sein? Warte, wie kann man das nochmal... Wie ging das nochmal? Geht das erst später? Ich weiß es gerade gar nicht. Verdammt, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr dran, wie es geht. Also man kann es draufschieben, aber dann ist ja der Weg zu. Und von hinten kann ich die Truhe nicht öffnen. Ich bin da leicht verwirrt, wie ihr vielleicht merkt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man das genau gemacht hat. Entweder geht es erst später oder... Nee. Eigentlich... So geht es anscheinend nicht. Seltsam. Dann geht es wahrscheinlich erst später. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Oder wir kommen anderweitig. Ich glaube, wir kommen da anderweitig hin. Stimmt, ja, dann... Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Okay, mir fällt gerade ein, wie man rankommt. Ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen. Gut. Und das Setzer kommt... Boah! Aua! Ist Viech. Ist mir jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen, wie man rankommt. Eigentlich gar nicht so schwer, aber man muss sich halt gedulden. Kommt noch. Dann muss ich kurz überlegen. Ich glaube, da drüben war noch was. Für uns. Wir können jetzt theoretisch schon da unten lang, aber da will ich noch gar nicht lang, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich will erst noch hier gucken, ob hier noch was war, aber ich glaube nämlich schon, dass hier noch was war. Wir haben auch schon fast den ersten Dungeon geschafft, wenn ich es mal so nebenbei bemerken dürfte. Hier war noch ein Schalter, der eine Kiste scheinen lässt. Mysteriöse Muscheln. Eigentlich immer, wenn irgendwie eine Kiste auftaucht, sind da drin mysteriöse Muscheln. Die werden später, wenn man wirklich 100% haben will, komplett 100%, werden die relativ wichtig. Ob ich jetzt wirklich 100% mache, so weit... Kann ich euch jetzt noch nicht beantworten. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt schon hier hinten durchgehen soll. Ich würde ja gerne... Oh, Dankeschön. Gerne erstmal noch, die restlichen Räume hier durchsuchen. Warte, das war die falsche Seite. Die restlichen Räume, in denen noch diese Spuren waren, untersuchen. So, genau, hier wollte ich nochmal rein. Ich glaube nämlich, ich bin mir nicht sicher, aber ich will mal gucken, ob da noch was war. Da waren, glaube ich, nämlich auch noch solche Dinge. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr... Ja, hier waren auf jeden Fall noch welche. Ist hier noch was? Kann man die nicht auch einsaugen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Nein, kann man nicht. Man kann sie nur killen mit dem Schwert. Okay, dann ebenso. Von mir aus. Wo war denn das jetzt nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob da noch was war. So, hier scheint mir aber noch was zu sein. Ich könnte auch einfach auf den Kompass gucken. Das wäre vielleicht auf die Karte gucken. Da würde wahrscheinlich noch was draufstehen. Auf der Ebene ist nichts mehr. Da ist noch was und hier sind noch zwei Truhen. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt die Ebene hier verlassen und mal was anderes uns anschauen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob wir nochmal in den Hauptraum kommen. Kommen wir nochmal in den Hauptraum? In den Hauptraum? Ich bin jetzt gerade in dem Stockwerk. Das muss ich überlegen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gehe jetzt gerade nochmal zurück zum Eingang. Kann sein, dass wir später nochmal hinkommen würden, aber ich will es einfach jetzt wissen. Ich glaube, nee, da kommen wir später noch hin. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Rest schaffe und danach überprüfen wir das hier. Das ist auf jeden Fall noch ein Herz zu holen. Das habe ich nicht vergessen. Das muss ich im Kopf behalten. So, wir ziehen erstmal das Netzwerk raus, was gerade ziemlich schlecht animiert aussieht, wenn ich ehrlich bin. So, aber... Ah, hier können wir raus. Das ist nämlich ein Loch im Boden. Genau, und jetzt können wir hier... Ganz cool gemacht. So ein Pech! Ohne passendes Transportmittel kommen wir hier nicht weiter. Ich hab doch schon eins hergeholt.
So, jetzt können wir uns nämlich hier mit dem magischen Krug, können wir uns hier mit Hilfe dieses Rosenblatts oder Seerosenblatts schön durch die Gegend schießen. Ist ganz cool gemacht. Blab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 l
Aber trotzdem gefallen mir die Dungeons sehr gut in dem Spiel. Einfach weil die Kiste teilweise gar nicht mehr so einfach sind und eigentlich auch cool gemacht. Und damit sind wir auch schon bei der Bosstür. Klack, und wir gehen einfach mal rein. Ganz dreist. Oh! Außenszene. Blob. Springender Schleim. Okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Blom. Jetsu, nein! Blob. Blob, 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 blob. Blop, 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 blop. Oh Gott, ich ahne Fürchterliches. Boffs. Ja, genau, wir erinnern uns an das, was Erzähler uns erzählt hat. Dass selbst die größten Gegner... Oh, jetzt zeige ich schon, wie es geht. Selbst die kleinen, die normalerweise kleinsten Gegner auf einmal riesig sind. Und er springt. Bam. Und zwar müssen wir ihm, wie ich schon gerade angedeutet habe, einfach das Schleim, den Schleim unten wegziehen, sodass er anfängt zu schwanken und dann fällt er nämlich um. Bam, und dann können wir mit unserem Schwert behaken. Vermöbel ihn! So, genau. Und jetzt zam. So. Wow, what the fuck. An sich ist der Boss echt nicht schwer. Ziemlich einfach. Schwert, ich hau dich platt! Naja, okay. Ich hau ihn zu Schleim. Oh, schon geschehen. Nee, boah, jetzt bringt er, glaube ich, dreimal. Bin mir nicht sicher. Ja, dreimal. Boff. Viermal. Fünfmal. Jetzt reicht's wieder. Oh, jetzt bewegt er sich schneller als davor. Wir können mit dem magischen Krug auch wegstoßen, fällt mir gerade auf. Und. Wow. Jetzt schwankt er wieder. Genau, und jetzt geht's wieder voll auf die Mütze! Und dann ist er down. Und tschüss. An sich ein ziemlich einfacher Boss. Leicht zu besiegen und wirklich nicht schwer. Und da ist auch schon das erste Element, und zwar das Erdelement. Ich hatte die Melodie nicht mehr ganz im Kopf, aber sie ist mir gerade noch eingefallen. Erdelement erhalten. Das Erdelement enthält die Kraft der Erde, die Quelle alles Seins. Seins ist es. Und das Grüne führt uns aus dem Dungeon raus. Und da haben wir einen Herzcontainer und den nehmen wir uns auch gleich mit. Den Herzcontainer erhalten. Ein weiteres Herz. Damit haben wir 5 Herzen. Voll cool. Da sind nur Herzen drin, falls man während dem Kampf verletzt wird, was man eigentlich nicht werden sollte, weil der echt nicht schwer ist. Okay. Gut, das Erdelement haben wir. Erzählen wir nur dem Ältesten davon. Okay. Damit haben wir den ersten Dungeon auch schon erfolgreich abgeschlossen, ne? In nicht mal 3 Parts. Voll krass, das ging nicht mehr in Ocarina of Time so schnell. Ja, von der Hauptstory ist das Spiel, glaube ich, nicht allzu lang. Aber es gibt nachher noch viele Nebenquests, die zu machen sind. Deswegen mag ich das Spiel auch relativ gerne. Wobei ich sagen muss, mir gefällt der Aufbau bei Majora's Mask besser an sich. Weil die Dungeons ein bisschen zu kurz sind. Ah, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist doch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Macht weiter so und sucht das nächste Element am Gongolberg. Am Gongolberg lebt ein Mann namens Melta. Unter dem Minish ist nur er in der Lage, das Schwert neu zu schmieden. Er wird das zerbrochene Schwert der Minish für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Passt auf euch auf. Ich finde das so irgendwie so cool. Er wird ihn benachrichtigen. Wird wahrscheinlich irgendeinen Boten schicken, ne? Und der ist dann vor uns da. Wie auch immer der das macht. Geht dort entlang. Das ist eine Abkürzung durch den Wald. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun, dann bringen wir uns doch gleich zum... Gongolberg. Was mir gerade auffällt, hier oben sind... Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche... sind die 4 Elemente abgebildet. Das Erdelement, das Wasserelement, das Windelement und das Feuerelement. Das ist soweit gespoilert schon mal. Das sind diese 4 Elemente. An die wir noch nicht rankommen. Das ist das Wasserelement, das ist das Feuerelement, wie man es an der Farbe auch schon erkennen kann. Und das hier ist das Windelement. Man könnte denken, es ist irgendwie eine Schnecke oder so, aber es sollte Wind sein. Okay, von mir aus. Sehr schön. Damit haben wir auch den ersten Dungeon abgeschlossen. Relativ kurz, aber knackig. Hi. Was hast du für uns? Grüne Kleidung und eine komische Mütze. Du bist vielleicht der Mensch, Link, der das Erdelement gefunden hat.
Oh, bist du vielleicht. Es ist also wahr, ich habe schon von dir gehört. Ich bin Heureta, der Itemerfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind. Ich gebe dir etwas Feines, was das dir bestimmt weiterhelfen wird. Bombentasche erhalten. Damit haben wir unser nächstes Item und 10 Bomben gratis dazu. Räume damit alles Mögliche aus dem Weg. Cool. Sagst du noch? Bomben sind toll, stimmt's? Ja, ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich stimme dir einfach mal zu. Wobei ich sie nicht das tollste Item aus der Zelda-Serie finde. Dann gefällt mir allgemein der Bogen besser. Der auch in diesem Spiel auf jeden Fall noch vorkommen wird. Meines Wissens. Ja, der kommt noch vor. Bomben erhalten. Sie gehören in die Bombentasche. Oh nein, ernsthaft. Erzähl kein Zeug. Ansehen. Träger der heiligen Macht des Windes. Flügel mögen auch dich tragen. Bluff. Was war das denn? Ist das explodiert? Kindchen, guck mal da. Auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal. Was könnte es bedeuten? Essen. Ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. Ein Mal. Abendmahl. Ich will das Essen noch. Nee, egal. Weiter geht's. Da können wir nur als Minisch durch. Oder Minisch. Und da sind mysteriöse Muscheln. Ja, hier brauchen wir die Bomben. Hier werden wir außerdem gar nicht weit. Ich war schon richtig. Ich muss nur die richtige Page auswählen. Die richtige Page? Die richtige Seite. Wir sind hier nicht im Englischen. Mach kaboom! Dankeschön. Und ein paar mysteriöse Muscheln. Damit kann ich leben. Ah, nehmen wir wieder die Schild als Standardausrüstung. Das ist eigentlich meine Standardausrüstung. Schwert und Schild ist immer gut. Warum können wir eigentlich noch nicht die Wirbelattacke machen? Kommt das noch oder? Ich glaube, das kommt noch. Ich bin mir aber nicht sicher. Die Gegner sind irgendwie komisch. Ich schleudere mich mal kurz hier rüber. Das sind ähnliche Pilze wie in dem Dungeon, eigentlich genau die gleichen. Aber trotzdem. Ich bombe mich einfach mal hier hin. Ja, total gebombt, weil ich geflogen bin. Was haben wir drin, ne? Ein Minisch. Hi. Sieh doch, dieses Fragment. Hast du so eins schon mal gesehen? Was? Du weißt nicht, was Fragmente sind? Dann finde das erstmal heraus. Was Fragmente sind, werden wir auf jeden Fall auch noch erfahren. Werden wir, glaube ich, ziemlich bald schon erfahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wenn wir jetzt wieder nach Hyrule-Stadt kommen, dürften wir das auch schon mitbekommen. Ja, das war dumm, dass ich es nicht ausgewählt habe. So. Die werden noch relativ wichtig im Laufe des Spiels für alle Nebenquests. Und sich für die Hauptquests meines Wissens nicht, aber Nebenquests sind halt damit machbar. Das war einige. Mach kaboom! Genau, diese Höhleneingänge können wir nämlich auch sprengen. Höhleneingänge bitte, nicht Höhlengänge. Einmal öffnen und wieder 20 mysteriöse Muscheln. Schon komisch, wenn man nicht weiß, was diese mysteriösen Muscheln bewirken. Aua, du Mistviech! Bewirken, dann ist es echt komisch, weil man echt keine Ahnung hat. Also, hä, was sind das für komische Dinger? Rubine, spar den. Ja, wir können noch nicht mal überprüfen, ob hier die Wand explodierbar ist, weil wir auch keine Wirbelattacke benutzen können, um gegen die Wand zu stechen. Dankeschön. Die können wir, glaube ich, nicht killen, meines Wissens. Genau, können wir noch nicht. Können wir die mit dem magischen Crow killen? Ja, können wir sogar. Ja, mit magischen Crow können wir sie killen und mit Bomben, glaube ich, auch. Aber mit dem Schwert nicht. Oh, noch einer von den Viechern, Mann! Herzen, Rubine. Ja, ich spare jetzt schon mal ein bisschen hier mit. Gerade mit 30 Minuten haben wir eh genug Zeit immer, um sowas noch zu machen nebenbei. Einfach, damit ich nachher nicht so viele Rubine sammeln muss oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel man hier bekommt. Bei Twilight Princess war es ja sehr viel, was man bekommen hat. Bei Ocarina of Time war es auch mehr als genug. Bei Majora's Mask ging es eigentlich auch immer ganz gut, aber hier weiß es gerade nicht mehr, weil ich das Spiel einfach nicht so oft gespielt habe. Blöde Gegner, Mann, oh Mann. So, alle weg. Alle einfach mal gekillt, weil wir böse sind. Böse Buben. Warte, war da drüben nicht noch irgendwo eine Höhle? Ich erinnere mich doch gerade, dass irgendwo im Tyloria-Wald eine Höhle war und das klackt immer so, mein Eckknopf. Klackt immer total. Der Eckknopf ist, glaube ich, nicht so schlimm. Na egal. Was mit diesen Dornbüschen vor den Bäumen aufhat, werden wir auch noch sehen. Nee, hier war das Ding. Stimmt, hier war sowas. Okay, noch nicht. Da kommen wir auch erst später weiter. Diese komischen Zeichen an der Wand.
werden uns erst später interessieren können, beziehungsweise interessieren uns jetzt schon, allerdings bringt es uns noch nicht viel, wenn sie uns interessieren, weil wir da nicht weiterkommen. Ich glaube, wir können echt eh noch nicht viel machen, abgesehen von wie wir die Stadt zurückgehen. Tschüss. Tschüss. Ich habe auch bei dem Spiel manchmal das Gefühl gehabt, als ich es gespielt habe, dass es manchmal so ein paar Rätsel ein bisschen willkürlich sind. Der Baumstumpf zum Beispiel da oben ist relativ wichtig noch nachher. Oh, da ist nochmal so ein Ding. Hi. Träger der Heiligen macht das Windes. Flügel mögen auch dich tragen. Bling. Ah, schon wieder so einmal. Hier schrecke ich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel explodiert. Bombentafel. Mir noch wichtig, aber ich habe an manchen Stellen echt das Gefühl, dass manche Events wirklich nur randommäßig passieren in dem Spiel. Werde ich mich mal ein bisschen genauer informieren. Mir fällt zum Beispiel auch gerade eine Sache ein, bei der ich bis heute nicht weiß, wann genau dieses Event ausgelöst wird. Das bei manchen Spielständen bei mir, ich habe es mehrmals gespielt gehabt auf dem Game Boy Advance. Ich habe es auch immer noch hier, die Spielstände. Aber ein Item habe ich bei manchen Spielständen, also so ein optionales Item, habe ich bei manchen Spielständen gefunden, bei anderen habe ich sie gar nicht gefunden. Das irritiert mich. Und was ist das? Ach, ja, okay, ich weiß, was es ist, aber das interessiert uns jetzt noch nicht, weil wir anscheinend damit noch nicht viel anfangen können. Das ist ein Baum. Und vielleicht habt ihr schon daneben den Minish-Eingang gesehen, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, um was es sich handelt. So. Ich mag die Musik total. Hier aber Bombending. Weggesprengt. Eiskalt und BAM! Kleinholz. Ui, und hast eine Fee gefunden. Sehr schön. Ah, nein, ich will nicht die Feenquelle in die Luft jagen. Deswegen rüste ich gerne nicht Bomben standardmäßig aus, weil ich immer gerne mal den falschen Knopf drücke und dann, naja, passiert sowas. Ich glaube, in dem Spiel kann man, wenn nicht sogar erstmals, auch Feen in der Flasche mitnehmen. Also es war bei älteren Spielen nicht wirklich. Zum Beispiel beim ersten Zelda konnte man noch keine Feen mitnehmen, wenn ich mich jetzt gerade nicht vollkommen täusche. Hier, glaube ich, war auch noch was später. Hier kommen wir noch nicht weiter. Okay. Und, ja, in dem Spiel kann man es auf jeden Fall, aber erst mit einer Flasche hat natürlich. Stadt Hyrule. Gottes Willen, wer ist das denn? Hallo, mein Freund, komm ruhig näher. Sammle Glück, so viel du kannst. Glücksfragmente zum Beispiel passen die Fragmente. Glücksfragmente zum Beispiel passen die Fragmente, geschieht etwas Tolles. Unser kostenloses Angebot, Glücksbeutel zum Sammeln von Fragmenten, einmalige Gelegenheit. Na, ja, ein Glücksbeutel für dich. Kinder bekommen heute einen umsonst. Du bekommst auch einen Glücksbeutel erhalten. In ihm kannst du Glücksfragmente transportieren, ja. Kling. Fügt man zwei Glücksfragmente zu einem Glückssiegel zusammen, nennt man das Fragment, das Fragmenteverein. Das heißt, sind zwei Fragmente vereint, kommt das Glück herbeigeeilt. Ich habe ein Fragment in deinen Glücksbeutel gelegt. Lass es uns gleich ausprobieren. Siehst du jemanden wie mich? Kannst du mit die Fragmente vereinen? Drücke dafür L. Drücke Steuerkreuz, um ein Fragment zu wählen. Und dann ja A zu Fragmente vereinen. Hast du verstanden? Klar, kein bisschen klar. Drücke L, wenn du vor mir stehst. Und dann heißt es Fragmente vereinen. Also, wenn Leute, die diese Sprechblase im Kopf haben, muss man L drücken. Genau, drückst du L, erscheint das Menü Fragmente vereinen. Genau. Und die passen jetzt perfekt zusammen. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Herr Glücksbeutel. Wow, was für ein Name. Das war voll der Fail. Ich wollte eigentlich gerade die Melodie nachsummen, aber okay. So ist es richtig. Jetzt passiert uns beiden vielleicht etwas Gutes. Tschüss. Damit haben wir auch das Geheimnis gelüftet, was diese Aua. Arschloch. Was diese komischen Ranken vor den Bäumen bringen. Dahinter verbergen sich Höhlen, die wir dann betreten können. Manchmal findet man Glücksfragmente, findet man relativ randommäßig. Aua! Aua! Voll Idiot. Die erscheinen zum Beispiel im hohen Gras, wenn man Büsche kaputt macht. Oder man findet sie teilweise auch in Schatztruhen. Hier zum Beispiel können wir jetzt reingehen, schauen wir uns gleich mal an. Und hier ist ein Herzteil! Ein Herzteil erhalten! Sehr gut. Ich hätte den ersten Ton vergessen, fällt mir gerade auf bei dem, Bitte. Warte, können wir eigentlich unsere Geldbeutel erhöhen? Ich glaube, das Ding hier, also das Aussehen verändert sich, je mehr Glücksmomente man gesammelt hat. Ich glaube, man kann den Geldbeutel nicht erhöhen, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche.
Ja, ich weiß es nicht mehr so genau. Es ist schon länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Stadt Hyrule. Erneut. Hallo Postbote. Lass dich mal durch. Dankeschön. Also würde ich sagen, das war's auch schon wieder von diesem Part von Zelda, The Minish Cup. Wir haben den ersten Tempel abgeschlossen und unseren Glücksbeutel bekommen, mit dem wir jetzt Glücksfragmente sammeln können, die wir natürlich alle fleißig vereinen wollen, um ganz viele tolle Sachen zu bekommen. Lassen den Postboten schon mal durch, der rennt auch nur im Kreis, der Vollidiot, ne? Im nächsten Part werden wir uns mal ein bisschen in Hyrule-Stadt umsehen, um mal zu gucken, was hier so los ist. Ich würde sagen, das war's ja für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Zelda The Minish Cap. Bis dann. Ciao.